Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Wir sind hier in der Umugi-Bucht und werden nun die Questline rund um Kenji abschließen. Und dafür müssen wir ihn erstmal finden. Er müsste hier eigentlich ganz in der Nähe sein. Zumindest wird er hier angezeigt. Wir folgen dem Wind, so wie wir es immer getan haben. Und da oben ist er auch schon. Da bin ich ja mal gespannt, was Kenji, jetzt passieren wird. Was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich. Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn er ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Na, dieses schäbige Lachen. Aber immerhin hat er eingesehen, dass er dumm ist. Und, naja, seine Absichten mögen diesmal edler sein. Zumindest, wenn er die Wahrheit gesagt hat. Was ich bei Kenji jetzt erstmal anzweifeln würde. Reise mit Kenji zu dem Treffen. Dann tun wir das doch mal. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. Wie gesagt, ich glaube ihm nicht so richtig. Das wird sich noch herausstellen müssen. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Warum habt ihr euch auf diesen Metzger eingelassen? Ich hatte Schulden bei Rotantaro wegen verlorener Wakisashis. Und Gon brauchte Sake für ein Fest. Also habe ich ihm viel Geld für billigen Fusel abgeknöpft, um Rothand auszahlen zu können. Oh Mann. Wie kann man sich so viele Feinde machen? Der Metzger war sicher begeistert. Oh, das ist ihm nicht aufgefallen. Erst beim nächsten Mal. Da wurde er wütend. Und was wurde aus Rothand? Ich sagte Gon, der schlechte Sake kam von ihm. Aber wusste nicht, dass Gon ihn gleich tötet. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Ich glaube, Kenji würde es ohnehin nicht verstehen. Also warum diese Mühe investieren? Wo soll denn diese Brücke sein? Wir sind jetzt schon ziemlich weit geritten. Oh, da sind Blumen. We need them. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Okay. Geh zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen. Wie ihr wollt. So. Suche dir ein Versteck in der Nähe des Treffpunkts. Jetzt mal hole ich mir die Blumen in der Nähe des Treffpunkts. Naja, am besten irgendwo hier drüben, würde ich sagen. Banditen, eine Falle. Ich muss. Kenji ist in Gefahr. Den Trottel und den Geist! Hilfe!
holen. Was soll das? Er wird mich töten! So viele Kenji. Weil er nicht die Wahrheit gesagt hat, deswegen. Wir müssen aufpassen. Erledigt. Ein Bogenschützen. Wo ist denn jetzt der Bogenschütze? Ah. Kenji hat nicht die Wahrheit erzählt. Ich denke, das ist jetzt mal wieder klar geworden. Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ehre ist mein Fachgebiet. Hä? Das war jetzt die Quest? Irgendwie merkwürdig. Ehrlich gesagt, irgendwie merkwürdig. Denn das erklärt immer noch nicht, warum Gon so viele Mongolen anheuert, nur um Kenji zu töten. Ich meine, der Typ kann offensichtlich nichts. Der würde wahrscheinlich sogar gegen, keine Ahnung, eine Frau verlieren. Also, verstehe ich jetzt hier, also eine Unbewaffnete, deswegen verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum sich Jin mit dieser Erklärung, nennen wir es Erklärung, zufrieden gibt. Sehr, sehr seltsam. Das wirkt für mich nicht wirklich abgeschlossen, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier eine Questreihe rund um Yuna. Die Mongolen terrorisieren die Bewohner der Präfektur Otsuna. Ich sollte nachsehen, ob ich helfen kann. Ja, das können wir dann auch mal machen. Das ist ja auch nicht besonders weit weg. Das ist ein braves Pferd, Kavi. Ehre ist mein Fachgebiet. Ihr habt ein Talent, nutzt es doch. Was denn für ein Talent überhaupt? Bullshit zu labern oder wie? Naja, vielleicht wird der Charakter ja beispielsweise in dem dritten Akt nochmal irgendwie ein bisschen anders beleuchtet. Aktuell ist es schwer einzuordnen. Jin. Yuna. Hey Yuna. Ich hätte hier nicht mit dir gerechnet. Ich würde gehen, wenn ich könnte. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Otsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Wir können das zumindest probieren. Die Geschichte von Yuna. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Vielleicht lebt sie ja gar nicht mehr. Ist genauso möglich.
Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Oh. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor Sie zurückkommen. Hey, dieser Mann. Was wollt ihr? Mit dir reden. Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen, Hilfe! Verräter! Es gibt Ärger! Ich bereit. Ichi, wo bist du? Ich wollte einfach mal die Geistkampfhaltung mal wieder machen, nachdem ich das jetzt schon so oft dumm verpasst hatte. Ist das Ichi? Yuna. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Wow. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. ...findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Klingt ziemlich endgültig. Wir müssen auf jeden Fall mit Yuna sprechen. Da steckt noch mehr dahinter, aber erstmal looten. Hier sind Leinen. Oh, Vorräte, sehr gut. Noch mehr. Und schon könnten wir wieder den Kurzbogen verbessern. Das wäre dann die letzte Stufe. So. Yuna? Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Okay, das war auch wieder eine sehr kurze Quest. Also manchmal verstehe ich die Quests nicht, weil die so kurz sind. Manchmal total lang und manchmal so... Schalte 4 Gegner aus, im Prinzip ja. Naja. Hier würde es weitergehen. Wir könnten jetzt auch mal dieses Fort befreien. Ich würde auch sagen, das tun wir mal als nächstes. Auch das ist ja wieder sehr in der Nähe. Und vor klingt auf jeden Fall ein bisschen, sag ich mal, anspruchsvoller und schwieriger als beispielsweise ein Gehöft. Hier sieht man wirklich fast gar nichts.
Wow. Schalte den Lagergeneral aus, lass die Falken los, töte einen Gegner mit einem Shoji-Attentat. So, die Rauchbomben haben wir ausgewählt, das ist gut. Und wieder die Geistkampfhaltung. Flieh vor mir. Wie er da tatsächlich noch herumgrölen kann und glauben kann, er könnte mich besiegen, nachdem ich so herumgemetzelt habe, das ist schon beachtlich. Some credit for him. Der bewegt sich irgendwie noch ein bisschen. Sashimono-Banner. Wir müssen immer noch jemanden mit einem Shoji-Attentat ausschalten. Das geht halt nicht immer und überall, das ist das Problem. Wieder einmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich habe literally jedes Mal geblockt und er hat nur einmal geblockt. Also ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt können wir schön den ganzen Wichs nochmal machen. Wobei den Lagergeneral scheinen wir auch als ausgeschaltet hier angezeigt zu bekommen. Da immerhin etwas. Aber wie gesagt, mittlerweile häufen sich leider diese Inkonsistenzen im Kampfsystem. Das ist ein wenig blöd. Kann ich nicht so richtig verstehen. Ärgerlich. Das hätte nämlich so ein Attentat werden können. Oh. Warum hat er denn nicht das Attentat gemacht? Ich wollte das Kettenattentat machen.
Ach fuck. Ich wollte schnell noch so einen Sprungschlag machen. Krass. Wieder einmal ein ziemlich krasser Kampf. Und so wie es aussieht, war das immer noch nicht alles. Aber gut, es ist halt ein Vor, ne? Also wenn das so einfach einzunehmen wäre, dann wären die Mongolen wohl nicht wirklich ein Problem. Da unten sind auch noch welche. Können hier auf jeden Fall auch jede Menge Vorräte rausziehen. Da drüben ist noch ein Wolf. Oh, die Falken können wir noch freilassen hier. Vielleicht kriegen wir sogar noch dieses Shoji-Attentat irgendwo hin. Don't mind me. Hat mich denn jetzt noch jemand erkannt oder nicht? Da oben. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Perfekt. Noch perfekter. Ja.
I want myself. Yo! Nein! Fick dich! Ich hatte mich jetzt schon wieder so geärgert, weil ich wieder die Geistkampfhaltung verloren habe. Warum schießt er nicht? Okay, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich einfach hier hoch. Ja, ganz ehrlich, dann laufe ich halt eine Runde um den Block. Offensichtlich war das ja immer noch nicht alles. Ja. Wirklich eine ziemlich, ziemlich große Festung. Ach man, ich bin ein bisschen sauer über so manche Sachen. Also mich regt zum Beispiel auf, dass ich dieses Kettenattentat einfach nicht hinkriege. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, inkonsistent auch da. Da ist mir noch nicht ganz klar, wie die Regelung da ist. Verstehe ich leider einfach nicht wirklich. Dann dieses komische Blockthema, also dass es manchmal auch macht und manchmal nicht. Also das ist zumindest bei Speerträgern ist mir das ganz, ganz stark aufgefallen. Dass er manchmal einfach nicht blockt. Obwohl ich die ja clearly blocken kann. Schließlich ist die Anzeige blau und blau heißt, man kann es blocken. Oh. Achso, ich dachte, ich nehme die ganze Vase mit. Schade. Schade. 1100 Vorräte. Das klappt wirklich aktuell sehr, sehr gut mit den Vorräten. Dank unserer zwei Talismanen. Noch ein Sashimono-Banner. Aufzeichnungen. Noch ein Sashimono-Banner. 18 von 80 Stück erst.
Ja, und damit haben wir das Fort befreit. Und einen Technikpunkt bekommen. Sogar zwei. Dadurch, dass wir halt durch das Abschießen des Forts auch noch einen bekommen haben. Technikpunkt. Hier liegen noch Lumpen rum. Ja, das müsste jetzt ein relativ großes Gebiet aufdecken. Oh ja. Ich würde sagen, dann können wir auch direkt mal bei Yuna weitermachen. Ja, und hier unten. Bringe bis zu 3 nahe Ziele in schneller Folge um. Na, wenn das dann halt auch mal klappen würde, schnell, ne? Wenn ich präzise 3 zugleich töte, habe ich eine Chance. Oh, die Tracht des Reisenden könnten wir auch verbessern. Für das Katana fehlt uns immer noch Eisen und vor allem auch Gold. 3 Stück. Triff dich außerhalb des Gehöfts der Mamushi-Brüder mit Yuna. Dafür muss ich erstmal irgendwie aus diesem Fort rauskommen. So, das müsste auf der anderen Seite dieses Flusses sein. Obviously. Und wir sind wieder in Otsuna. In Otsuna sieht es echt ganz cool aus. Hier haben wir einen Bauern. Will der mit mir reden? Ne. Schade. Aber der hier. Hallo, der Herr. Wart ihr in der Umugi-Bucht, mein Herr? Dort ist alles in Aufruhr. Die Bucht wimmelt vor Verbrechern. Dort herrscht doch sicher ständig Chaos. Das hier ist anders. Der Anführerin, Fürstin Sanjo, wurde etwas gestohlen. Sie tut alles, um es zurückzubekommen. Es muss kostbar sein. Und in Umugi ist alles von Wert verdächtig. Interessant. Da müssen wir mit ihr auf jeden Fall später mal reden. Ja. Jetzt wird uns hier nämlich auch eine Quest angezeigt. Ich habe mich gefragt, ob die nochmal eine Rolle spielen wird. Denn immerhin wurde sie als namhafter Charakter auch eingeführt. Und ist die Anführerin der Leute hier in Umugi. Dementsprechend eine gewisse Wichtigkeit kann man ihr nicht absprechen. Oh. Nur am Faulenzen? Oder tot? Hier sieht man kaum irgendwas. Oh je. What the hell? Sag mir nicht, das ist das Gehöft von diesen Mamushis. Doch. Was sind das für kranke Spacken?